Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch unter Freunden über Themen dieser Zeit mit Thea Wachtendorf und Nada. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch unter Freunden. Hallo, liebe Thea. Hallo, liebe Nada. Hallo an alle. Ja, die heutige Thea, Frage. Genau, du liest am besten die Frage vor, weil die doch sehr komplex und umfangend ist. Genau, ich lese mal vor. Also, unsere Tochter 13 ist die Erstgeborene, die zweite Tochter ist 11 und die ältere ist an Anorexie, also an Magersucht, erkrankt. Wir sind grundsätzlich auf einem guten Heilungsweg, doch interessiert es mich sehr, wie ist eine solche Situation aus spiritueller Sicht gesehen? Was kann hier die Botschaft sein für uns Eltern, für mich als Mutter, für unsere Tochter? Was ist hier geschehen? Was geschieht hier? Was ist im Heilungsprozess die Aufgabe, die Rolle der Eltern? Was ist überhaupt die Aufgabe, Rolle der Eltern, wenn die Kinder heranwachsen? Die Situation hat zum einen bewirkt, dass ich innerlich stärker geworden bin und mein innerer Zweifler sehr viel weniger geworden ist. Meine Beziehung zu meinem Mann und den Kindern sind noch vertieft. Zum anderen verwirrt es mich doch sehr und ich frage mich immer wieder, weshalb ist es so gekommen, zumal es niemand hat kommen sehen und alle aus allen Wolken gefallen sind. Wenn ich Präventionsmaßnahmen gegen Sucht lese, dann habe ich hier keine Information, was wir anders machen könnten. Und auch die Therapeuten können wenig sagen, was hier das Thema ist. Dennoch werden wir auf einer oberen Ebene gut unterstützt, nicht aber auf einer tiefer liegenden. Darum suche ich mir alles selber zusammen. Von außen gesehen sind für eine intakte Familie mit allen Voraussetzungen, dass die Kinder gesund aufwachsen können, mit üblichen Auseinandersetzungen und Baustellen. So, das ist die Frage. Ja, ich würde sagen, wir splitten sie so ein bisschen auf. Das eine ist eben generell das Thema Magersucht, das andere die Rolle der Eltern, das andere vielleicht, warum geschieht das überhaupt? Wären jetzt zwar so drei Hauptgebiete aus meiner Sicht, oder? Ja. Ja. Magst du anfangen? Soll ich? Mäßiger? Ja, mir ist auch egal. Vielleicht beginnen wir eben mit der Symptomatik, zu wissen, Symptomatik, also aus meiner Sicht ist es immer, es taucht etwas auf, weil es sich schon im Heilungsprozess befindet, das heißt im Bewusstwerdungsprozess. Es ist etwas, was mitgebracht worden ist und sich jetzt zeigt und jetzt auch normalerweise immer die besten Möglichkeiten sind, die besten Umstände, damit es in diesen Heilungsprozess, in dieses Es-ist-in-Ordnung-Prozess kommen kann. Und das ist da gleich wieder eigentlich auch bei den Eltern, aber jetzt das Thema, dieses Gefühl, ich bin nicht in Ordnung. Das ist aus meiner Sicht bei Magersucht und ich habe es tendenziell als Jugendliche auch gehabt. Also nicht so krass, wie ich es kenne von vielen. Aber es ist so dieses noch Erinnern, bei mir persönlich, dieses Erinnern meiner Vollkommenheit, wie ich einfach makellos bin und als Mensch und gerade in der Pubertät, wenn du dich entwickelst und eine einzige Baustelle bist und überall sind Pickeln und alles passt nicht und es ist zu groß und das entwickelt sich vielleicht. So dieses Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, es ist nicht in Ordnung und es ist nicht perfekt, es ist nicht vollkommen. Und dann einem innewohnenden Ideal zu versuchen zu entsprechen, der Hunger danach, was einen dann essen lässt und dann die eigene Bewertung darüber, diesen eigenen Richter darüber, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, jetzt ganz schlimm. Also diesen hohen Maßstab an Perfektionismus sind meistens intelligente junge Menschen ja auch, meistens ja in der Jugend, wo es ganz, ganz stark darum geht, eben nicht nur zu sich selbst zu finden, sondern eben auch zu meinem Menschsein und zu meinem Gänsefüßchen Unvollkommensein, zu dem, wie ich bin als Mensch. Das sind wir auch, obwohl du ja gemeint hast, jetzt sind wir nicht beim Sein, jetzt haben wir mal ein richtiges Thema, aber für mich geht es einher, weil es oft, also aus meiner Erfahrung, und ich kenne wirklich viele, natürlich Gesetz der Resonanz, der Spiegelung, die ein inneres Empfinden für ihr Wesen haben, für ihr Sein, was vollkommen ist und das Menschsein eben dem nicht entsprochen hat und einen hohen Anspruch hat und eine hohe Kritik auch sich selbst gegenüber, dieser hohe Perfektionismus, was einen dann fast zum Wahnsinn treibt, weil du es ja nicht schaffst auf der menschlichen Ebene. Also es sind ja auch diese Sachen, dass man nicht mehr auf die Toilette gehen will oder sowas, weil es ist ja alles unsauber.
Ne? Man fühlt sich unsauber, man fühlt sich eben nicht vollkommen, aber ein inneres Gefühl ist da. So, also da, und das sind wir vielleicht beim zweiten Punkt schon, wie begleite ich das als Eltern? Genau. Zum einen darf ich da einmal eingreifen? Gerne. Weil ich finde, es ist gut, dass wir es in 3 Steps machen, sonst kann man sich es gar nicht merken. Und wir machen ja immer so, die Ergänzung ist ja, du machst die eine Seite, ich mache nochmal die von unten, weil sie ja auch geschrieben hat, irgendwie die Therapeuten finden kein Thema. Also da müsste ich jetzt mal sagen, als Therapeut von unten angefangen, auf der Ego-Ebene, nochmal klar zu machen, Magersucht ist ja wirklich, also ich verweigere Essen, ich esse nichts und ich werde immer dünner und ich will nicht zunehmen. Und Bulimie wäre zum Beispiel das Essen und Erbrechen mit. Also nochmal, um das klar zu haben. Magersucht haben hauptsächlich Mädchen, nicht so viel die Jungs. Also das ist eine Krankheit bei Mädchen. Außer jetzt im Gender kann man es vielleicht nicht ganz so trennen. Aber es bedeutet eigentlich psychologisch, dass ich keine Rundung haben will. Ich möchte nicht vom Mädchen zur Frau werden. Also das ist das therapeutische Thema dahinter. Ich lehne das Frausein ab. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, sich finden, Pickel oder was weiß ich. Aber hier psychosomatisch wird wirklich sein, ich möchte keine Rundung. Ich will nicht vom Mädchen zur Frau werden. So, das wäre jetzt mal aus der Psychologie der Ansatz, wo man sagt, da müssen wir jetzt anfangen, wenn man in die Heilung gehen will. Okay, das wäre jetzt so mein Beitrag zum ersten Step. Dann machst du jetzt weiter mit dem zweiten. Genau, mit dem zweiten als Eltern, dass aus meiner Sicht Eltern dafür sind, Wesen in diese Welt zu begleiten. Und natürlich die erste Phase des Babys, des Kleinkindes, wachsen, laufen lernen und so weiter, da sind Eltern ganz wichtig. Aber da gibt man schon in den ersten, im ersten Jahrzehnt letztendlich alles an Sichtweisen, was die Eltern für richtig halten, was sie für sinnvoll, für lebenswert halten, geben sie mit. Und dann beginnt eben diese Zeit der Baustelle, wo das Wesen selbst, die Persönlichkeit selbst, genug Ego da ist, um jetzt das selbst in Besitz zu nehmen. Und da finde ich es als Eltern ganz wichtig, irgendwann loszulassen, immer noch da zu sein. Also mir hat mal der Arzt, der mich in meiner ersten Schwangerschaft und dann mit meinem ersten Kind, mit meiner Tochter begleitet hat, hat gesagt, Elternschaft ist im Prinzip die Erweiterung des Mutterleibes. Es ist immer eine Grenze da, daran wächst das Kind und es wächst und wächst und wächst und dann ist es irgendwann zu eng und dann kommt die nächste Phase. Und dann gilt es, wie diesen Raum auch die Sicherheit zu geben, aber mitzuwachsen. Also immer so eine Sicherheit, aber immer mitzuwachsen. Also der Raum muss immer weiter werden, die Regeln und so weiter. Und dann kommt es irgendwann und dann ist diese Pubertät, wo dann eben die Magersucht und sowas auch auftaucht, zu wissen, da ist ein Wesen, was seinen eigenen Weg geht. Und ich kann das als Eltern nur begleiten. Ich bin da, Sicherheit, wir sind die Eltern oder die Mutter oder der Vater. Aber jetzt gilt es darum, den anderen den Mut zu machen, herauszufinden, wer bist du, weshalb bist du da? Was willst du in diesem Leben? Also wirklich dieses sich selbst zu finden und halt nicht meinen Idealen zu entsprechen oder was ich denke, wie es zu sein hat. Also da ist auch die eigene Erweiterung in der Elternschaft natürlich extrem wichtig zu wissen. Da ist ein fertiges Wesen, was eine Absicht hat für dieses Leben und ich bin da, um es zu begleiten, es zu unterstützen. Ich kann meine Erfahrungen teilen, aber dann gilt es tatsächlich wirklich einen weiteren Raum. Und dann heißt es nicht, dass es falsch was passiert, sondern zu wissen, du gehst deinen eigenen Weg und ich bin an deiner Seite und ich begleite dich. Irgendwann wirklich so weit auch zu sagen, okay, du weißt, ich bin da, du weißt meine Sichtweisen, die können sich verändern, aber die sind ja oft so. Und ja, ich glaube auch an dich, dass du deinen Weg gehen kannst. So wie du vorhin, gehen wir mal kurz zum ersten Punkt, dieses von Mädchen zur Frau. Es ist ja oft die Verneinung auch tatsächlich der Welt, ne? Dieses Ablehnen, etwas zu essen. Mensch zu sein überhaupt in seiner Unvollkommenheit. Und da eben als Eltern den anderen zu begleiten. Genau. Stimmt alles, passt alles auch für mich. Und gebe ich als Impuls nochmal den psychologischen Teil dazu. Du hast den Vorteil, du bist Mutter, ich bin keine. Also kann ich es jetzt nur lehrbuchmäßig, aber ich finde es trotzdem vielleicht ganz wichtig. Wie du schon gesagt hast, ist das Mädchen geprägt aufgrund des Elternhauses zu den Themen von Frausein. Jetzt ist es sehr spannend. Sie ist die Erstgeborene
Und einige Richtungen sagen, muss nicht alles stimmen, aber ich finde es immer ganz toll, weil das oft passt. Das Erstgeborene übernimmt die Energie der Mutter. Und alles, was die Mutter nicht schafft oder nicht kann oder nicht mag, macht dieses Kind nochmal sichtbar. Jetzt wäre meine Frage an die Mutter, wie genießt sie ihr Frausein? Ja, das heißt also, was hat das Kind mitgekriegt in den ersten Jahren, auch der Prägung bis zum sechsten Lebensjahr? Was war die Rolle der Mutter? Wie glücklich war sie als Mutter? Ist es für ein Kind erstrebenswert, eine Frau zu sein? Ja, so dieses Bild, wie gern würde ich das jetzt auch sein? Dann hat sie ja auch irgendwie gesagt, sie versteht sich mit ihrem Mann und so besser. Also habe ich jetzt daraus irgendwie rausgelesen. Wer weiß, was da noch an Rollen waren? Ja, also das heißt, wenn die Kinder jetzt so 13 sind, ja, in der Verliebtheit, wie war die Beziehung? Habe ich meinem Mann gefallen wollen und habe ihm alles gemacht und ja, war er der davon profitiert hat und ich war die mehr gegeben hat wie genommen. Ja, wenn das jetzt so das Bild gewesen wäre, hätte das Kind das so aufnehmen können, nee, das gefällt mir gar nicht so. Ja, also das wäre die Hinterfragung, weil die Mutter ja fragt, was kann ich tun? Sie kann sich selber fragen, wie gerne bin ich eine Frau? Wie gern war ich es in der Vergangenheit? Was bräuchte ich noch, um noch lieber Frau zu sein? Wäre ich ein gutes Beispiel dafür, dass man gerne eine Frau wird? So, das wäre das, was da noch so ein bisschen psychologisch reinsitzt. Ja, das Thema der Spiegelung immer zu gucken, auch was macht das mit mir? Was löst es in mir aus? Ne? Genau. Also Kinder sind ja für mich die besten Lehrer, wirklich, weil sie dich ja einfach so knallhart reflektieren und spiegeln. Und dir deine unerledigten Themen einfach ganz klar auf den Tisch bringen. Klar. Ja. Ja. Und vielleicht auch das Kind als Erstgeborene ein bisschen stellvertretend für die Mutter, beim Vater was erreichen wollen. Ja? So, das ist ja manchmal auch eine Manipulation, Macht, ja? Magersucht, Essverhalten, ich verweigere da was. Was natürlich auch dazu kommt, ist, man muss ja schon sagen, sie ist ja in diese Familie hineingeboren und sie kommt somit ja schon mit einem Thema vielleicht Frau sein. Und auch da, ich kenne das aus der Rückführungstherapie, dass manchmal die Ursachen gar einfach in einem früheren Leben zu finden sind, weil vielleicht so ein dramatisches Leben als Frau war. Vielleicht hat sie im früheren Leben mal 10 Kinder gehabt und will das alles nicht mehr. Und dieser Widerstand könnte jetzt dazu führen, dass man jetzt nicht zur Frau werden möchte. Auch das wäre rein theoretisch eine Möglichkeit. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt. Soweit ich ihn erinnere, ging es jetzt darum, wieso passiert das überhaupt und eben auch das Thema mit der Sucht, dass da das nicht gefunden wird. Das ist für mich so ein großes Thema, dass man, wenn was passiert, was scheinbar nicht in Ordnung ist, was scheinbar außerhalb der Norm ist, dann glaubt man, dass ja irgendwas falsch läuft. Und das ist für mich so ein grundsätzliche Sichtweise, die für mich so gar nicht mehr stimmt, sondern zu wissen, es passiert nicht, weil ich irgendwas falsch mache, weil da irgendwo ein Fehler ist, sondern es passiert, weil wir daran wachsen wollen und weil wir mit Respekt und mit Liebe mit der Situation umgehen. Und dieses auch, das zu hinterfragen, jetzt waren Sie ja schon bei allen möglichen Therapeuten und ja, jetzt wollen wir noch eine tiefere Sicht, weil das muss doch irgendwas nicht stimmen, damit wir müssen es vielleicht erkennen, damit eine Lösung passiert, anstatt wirklich zu sehen, es passiert gerade eine Lösung. Eine Lösung ist bewusst, liebevoll damit umzugehen. Und jeder ja, hat ja seine Aufgaben darin. Das geschieht ja gerade schon sehr, sehr Heilsames. Ja. Und genau, es ist wieder das eine aus der Sicht der Vollkommenheit, aus dem Sein. Ist es alles perfekt? Das ist ja auch unser Gespräch, dass sie die Frage stellt. Da ist ja jeder kleine Puzzleteil gehört ja dazu. Aus der Sicht des Egos, sagen wir mal, aus dem, wo sie vorhin gefragt hat, da gibt es durchaus etwas zu tun. Und dass dieses aus der anderen Sicht geschieht, es ist Teil, es geschieht vielleicht so oder so. Aber ja, das sind so diese zwei Sachen. Dieses, warum geschieht's hier? Wie du schon sagst, weil sie eine Aufgabe dran haben, dran in der Persönlichkeit dran zu wachsen. Auf der Persönlichkeitsebene ist ein Wachstum erforderlich.
Auf der Seinsebene nicht. Da ist es schon perfekt und da ist es alles schon, ja, gelegt. Ja, was siehst du denn jetzt als im Prinzip als Aufgabe, weil du sagst jetzt... Ich sehe die Aufgabe, so wie ich es gerade gesagt habe, weil ich denke, wenn ich ein Problem habe, es ist egal, welches Problem ich habe, dann sehe ich es meistens so, dass derjenige zu diesem Moment ja in diesem Ego-Ich ist. Wenn er so ins Sein könnte, hätte das Problem ja schon nicht mehr. Dann würde ich es ja anders sehen. So wie sie klingt, ist sie ja jetzt zu diesem Thema in ihrem Gedanken gefangen. Und sie möchte da gerne eine Lösung haben. Und ich glaube, da wäre schon wichtig, das tun, das, was wir gerade gesagt haben, sich zu hinterfragen. Was weiß ich, wo stehe ich als Frau? Was gebe ich energetisch meiner Tochter zum Spiegeln, dass ich nicht gerne Frau bin? Wo bin ich nicht einverstanden? Also es ist auf der Ego-Ebene schon eine Arbeit am Rollenverhalten, so ein bisschen zu gucken. Und die spirituelle Therapie wäre dann, wenn ich das in diesem Leben nicht finde und sie selber ist total happy und sie ist eine tolle Frau und sie sagt, ich habe eine Beziehung mit meinem Mann im Gleichgewicht, das ist super, dann zu schauen, gibt es bei dem Kind spirituell etwas karmisch Altes? Das würde für mich alles dazugehören. Ja. Ja. So, das heißt, natürlich wäre auch die Möglichkeit so, einfach da rauszugehen, aber ist die Frage, ob die das können. Als Mädchen glaube ich meistens noch nicht so. Und einfach aus der Seinsebene zu schauen, was entlädt sich da und was, und da ist wieder so wichtig, was will meine Ego-Persönlichkeit als Impuls? Was hat er denn als Impuls? Und das denke ich auch. So, das heißt, sie hatte den Impuls, diese Frage zu stellen. Wir haben ihn aufgenommen. Das gehört schon alles dazu. Und das sehe ich schon dann so wie du. Es geschieht ja schon. Das ist ja schon so alles im Entstehen. Ja. Genau. Für mich nochmal, um tatsächlich den Kreis wie ein bisschen zu schließen, auch als Mutter zu sehen, eben dieses Urteil, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Also einen Maßstab zu haben, vielleicht auch die Tochter, auch da das Gefühl, es ist nicht in Ordnung, dass sie das hat. Da läuft irgendwas falsch. Das ist so für mich so ein Wurzel, eine Wurzelsichtweise, aus der so viel herauskommt. Und was die Tochter vielleicht als Geschenk auch tatsächlich macht, und es wird ja teilweise schon als Geschenk erlebt, die ganze Situation, weil sie sich näher kommen, sich als Menschen tatsächlich zu begegnen, in ihrer Unvollkommenheit, in ihrem menschlichen Sein, wo wir nicht alles perfekt machen, weil es einfach so ist. Und dieses anzuerkennen, tatsächlich anzuerkennen, den Ist-Zustand, ich als Mensch kann das Beste draus machen, ich kann mein Bestes geben, aber damit in Frieden zu kommen und damit eben auch diese Sucht, weil das ja auch nochmal eine Frage ist, dass sie da geguckt hat und sagt, diese Sucht, diese Suche, es muss noch besser, es muss noch mehr, dieses Nicht-Satt-Sein hier und es ist gut, also dieses Gefühl von es ist gut und wir gehen damit verantwortungsbewusst um. Das ist für mich so ein heilsames Damit-Sein. Und das ist ja auch mit der Sucht nochmal, das ist ja auch diese Suche, das sagt man da ja auch, ne? die Sehnsucht nach der Einheit auf der Ebene von Frau, auch durch Sexualität zu erleben und gleichzeitig den Ekel davor. Das sind ja auch diese zwei, ja, die Sucht nach dem All-Eins-Sein, was jeder Sucht ja liegt. Und das, was du da gerade gesagt hast, das habe ich jetzt nochmal so verstanden, wo du sagst, ach, ich sehe das eigentlich schon nicht mehr als Problem. Ne, da würde ich würde es dann so bezeichnen mit meinen Worten, ich habe mir keinen Widerstand gegen diese Situation. Ja. So, ich sehe, ich kämpfe nicht mehr damit, ich sehe, es ist so, wie es ist. Und der Ausdruck der Magersucht ist ja nur ein Zeigen von etwas, was vorher schon nicht in Ordnung war. Und den Widerstand da aufzugeben, das wäre natürlich das Beste, dann verschwende ich keine Kraft, dagegen zu sein. Und ich kann diese Kraft einsetzen, zu erkennen, was muss ich erkennen und was gibt es da zu tun. Ja, und als Frau nehme ich immer gerne das Beispiel jetzt für mich, jetzt mit Hausarbeit, mit Saubermachen, wenn ich Widerstand dagegen habe, und es ist so schmutzig, dann komme ich gar nicht in die Pötte. Ich komme fast durch meinen Widerstand nicht dazu, es zu machen. Wenn ich sage, okay, es ist schmutzig, es muss jemand sauber machen, es ist keiner andere da, so, dann mache ich es halt. Mhm. Aber nicht, weil es jetzt gut oder schlecht ist, weil es einfach gemacht werden muss. Ja. Ne? Wie du sagst, also dieser Widerstand, das nimmt so viel Energie und es macht so viel auch an nicht
gut und heil sein. Genau. Und das ist ja auch das, wenn jeder, der mal schlimm krank war, so wenn ich jetzt mit 24 Krebs hatte, dann kann ich Jahre später sagen, oh ja, das war jetzt gut. Ja? Und wie ich es hatte, sage ich, das ist jetzt schlecht. Also das heißt, das Ego versucht natürlich immer, das halt schlecht zu bewerten, was gerade ist. Und aus einer anderen Perspektive ist es ideal. Ja, also das heißt, wenn man jeden Tag so leben könnte, dass man jede Minute sagt, das, was gerade passiert, ist das Beste, was mir passieren kann, dann wär man ein glücklicher Mensch. Ja, aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es sind Impulse, mit denen ja, ihr was anfangen könnt, was euch unterstützt. Und wir sehen uns wieder bei einem nächsten Gespräch. Freue mich drauf. Ich mich auch. Also, ciao.